Wenn du einen Firmenwagen hast und dich fragst, wie du die ganze Versteuerung abwickeln solltest, dann ist vielleicht für dich das Fahrtenbuch die richtige Methode. Alles, worauf du achten musst, wenn du ein Fahrtenbuch führen möchtest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ja, wenn du ein Auto kaufst und das Auto als Unternehmen kaufst, quasi für dein Betriebsvermögen, dann musst du Steuern zahlen, immer wenn du es privat nutzt. Das heißt, die Nutzungsentnahme, die musst du versteuern. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das berechnen kannst. Eine Möglichkeit ist die 1% Methode. Darum soll es hier im Video gar nicht gehen, deswegen habe ich dazu ein anderes Video aufgenommen. Das findest du einmal hier verlinkt. Da findest du alle Informationen zur 1% Methode. Die deutlich akkuratere, korrektere Methode ist die Fahrtenbuchmethode. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber dadurch für dich häufig günstiger. Erstmal zum Grundsätzlichen. Wann musst du eigentlich ein Fahrtenbuch führen? Fahrtenbuch musst du immer dann führen, wenn du deinen Firmenwagen auch privat nutzt und keine 1% Methode in Anspruch nimmst. Wenn du garantieren kannst, dass du ein Auto ausschließlich für unternehmerische Zwecke verwendest, dann kannst du die Kosten auch zu 100% geltend machen und musst kein Fahrtenbuch führen. Das ist aber nicht besonders häufig der Fall. Wenn du aber beispielsweise zwei gleichwertige Kfz hast, also eins zu 100% für dein Unternehmen und eins zu 100% privat nutzt, dann wäre es möglich, dass du auch ohne Fahrtenbuch auskommen kannst. In der Praxis sieht es aber eher anders aus und das Finanzamt ist, was das betrifft, auch sehr, sehr genau. Du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du dein Kfz, was du betrieblich und privat nutzt, mit Fahrtenbuch dokumentierst. Das Fahrtenbuch ist eine Art Tagebuch. In diesem Tagebuch schreibst du alle deine Fahrten auf, die du so unternimmst. Deine betrieblichen, deine privaten Fahrten, die schreibst du alle auf. Und anhand dieses Tagebuchs kannst du dann einmal im Jahr nachvollziehen, wie hoch dein privater Nutzungsanteil ist. Beispielsweise, du fährst in diesem Jahr 10.000 Kilometer und kannst anhand des Fahrtenbuches nachvollziehen, dass du 3.700 Kilometer davon privat gefahren bist. Du kannst 37% der gesamten Kosten, die du fürs Kfz hattest, nicht als Betriebsausgabe geltend machen, sondern das ist eine private Nutzungsentnahme, die du auch versteuern musst. Die übrigen Kosten, das heißt die 63 übrigen Prozent, die kannst du einfach als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Da die Kfz-Kosten in der Buchhaltung meistens hohe Positionen sind und die hohen Positionen natürlich eine hohe steuerliche Auswirkung haben, schauen die Finanzämter bei Fahrtenbüchern immer ganz genau hin. Und deswegen ist es wichtig, dass du dieses Fahrtenbuch wirklich nach idealer Vorgabe erfüllst und sauber dokumentierst. Dazu gehört, dass du das Fahrtenbuch auch zeitnah führst, korrekt führst und nicht im Nachhinein irgendwas daran umänderst und Fahrten umschreibst. Und du solltest jede Fahrt wirklich sauber dokumentieren und bestimmte Angaben pro Fahrt aufführen. Dazu gehört der Startort, der Zielort, das heißt von wo bist du eigentlich gefahren, das Datum, das heißt wann bist du eigentlich gefahren. Außerdem solltest du aufführen, was ist der Grund für die Fahrt gewesen, das heißt vielleicht Namen des Kunden, was hast du gemacht, waren es Besorgungen und so weiter, wer der Fahrer des Wagens war. Wichtig ist auch, dass du den Kilometerstand am Anfang der Fahrt und am Ende der Fahrt quasi aufschreibst, um zu zeigen, wie viel bist du eigentlich gerade gefahren. Wenn du Umwege nehmen solltest, solltest du auch kurz erklären, warum dieser Umweg notwendig war, beispielsweise Stau oder schnellere Fahrverbindung, dass du das einmal reinschreibst. Warum machen wir den ganzen Spaß? Um den privaten Nutzungsanteil auszurechnen. Das heißt, du solltest auch jede Fahrt markieren, ob das eine private oder eine betriebliche Fahrt war. Und hier einmal als kleiner Warnhinweis. Fahrtenbücher sind die heimliche Leidenschaft der Finanzämter. Finanzämter lieben es, sich das Fahrtenbuch genau anzuschauen und zu schauen, ob das alles passt. Wie gesagt, das Fahrtenbuch ist sowas wie dein Tagebuch und du öffnest das Tagebuch und gibst es dem Finanzamt. Und was macht das Finanzamt? Die schauen natürlich. Okay, wann wurde getankt? Wann wurde in Hotels übernachtet? Wann wurden vielleicht Verpflegungsmehraufwand geltend gemacht? Und passt das so mit dem Fahrtenbuch eigentlich alles zusammen? Und das sollte es bitte, weil sonst wird das Fahrtenbuch sehr schnell verworfen. Wenn dir das Fahrtenbuch einfach zu viel Arbeit ist, dann wähl die 1% Methode und dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du dich aber fürs Fahrtenbuch entscheidest, dann solltest du es sauber führen und auch jede Änderung sollte nachträglich nachvollziehbar sein. Deswegen Tippex oder so durchstreichen, dass man anschließend nichts mehr lesen kann, ist verboten, sondern ein gerader Strich und danach die Korrektur. Und es sollte natürlich nachvollziehbar sein, warum du die machen solltest. In der Regel werden Fahrtenbücher per Hand geführt. Aber natürlich, im Laufe der Digitalisierung gibt es immer mehr Angebote von elektronischen Fahrtenbüchern oder Apps dafür. Und natürlich sind die Hersteller dieser Apps darum bemüht, es so rechtskonform wie möglich zu machen. Aber hier ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt keine offizielle Empfehlung von Finanzämtern oder Finanzverwaltungen,
Finanzverwaltung, welches Fahrtenbuch oder welche Software akzeptiert wird. Und am Ende trägt die Verantwortung immer der Steuerpflichtige, sprich du. Deswegen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, führe dein Fahrtenbuch einfach weiter per Hand. Was auf jeden Fall verboten ist, sind Word-Dateien oder Excel-Listen, weil die immer im Nachgang noch Änderungen zulassen, die man nicht nachvollziehen kann. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten. Wenn du noch weitere Fragen zur Kfz-Versteuerung hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video. Oder lass uns einfach persönlich sprechen. Wir sind spezialisierter digitaler Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu uns und unserem Angebot findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du unseren Kanal abonnieren. Wir haben aber auch weitere Videos gedreht, die kannst du dir auch gern erstmal anschauen, und zwar zum Beispiel hier oder hier. Dann ist vielleicht für dich die Fahrtenbuch... Geht nicht. Fahrtenbuch.